Ja, so kann es natürlich auch gehen. Es geht mir gut. Danke der Nachfrage. Das hier ist übrigens Basilikum. Ja, den habe ich auf meinem Balkon gepflanzt. Basilikum. Boah, ich liebe Basilikum. Die Blätter, das sind viel zu viele. Die mache ich immer ab, schneide sie klein und friere sie dann ein. Und jetzt haben wir gerade zu Mittag gegessen, nämlich Maultaschen. Franzi hat noch ein paar auf ihm. Bisschen so Fetzel auf ihm. Und ich habe dafür die Rinderbrühe von Maggi. Oh, die ist echt geil. Die schmeckt echt gut. Und ich habe mir es irgendwie angewöhnt, dass ich was zum Nachtisch esse. Und da gibt es was Neues, das habe ich noch nie gesehen. Be Ready von Nutella. So ein brotähnliches Dingenskirchen, wahrscheinlich mit einem Teller drin. Haltbar bis Sankt Ultimo. Und das probieren wir jetzt einfach mal. Okay. Übrigens bin ich gar nicht so sehr der Nutella-Freund. Ich mag Nuspli viel lieber. Das ist so eine Waffel. Wie so eine, erinnert ein bisschen an eine Eiswaffel. Drei Kammern. Und haben es einfach Nutella rein. Das ist ein verdammt teures Nutella. Ich weiß nicht, was gekostet hat. Keine Ahnung, habe ich vergessen. Naja. Die Waffel ist ein bisschen. Die klebt so an den Zähnen, ja, so. Kennt ihr ja, ne? Wenn ihr die so zusammenkaut, dann klebt die so an den Zähnen. Muss ich was zum Nachtrinken holen. Johannisbeeren. Fahre ich voll drauf ab, ey. Ich nehme mir mal das da aus dem Aldi und mache dann das Glas halber voll, den Humpen hier, und fülle den Rest mit Mineralwasser auf. Reicht mir vom Geschmack her völlig. Also ich fahre voll auf Johannisbeer ab. Weil da doch ziemlich viel Zucker drin ist. Ne? Ein Glas, 250 Milliliter, haben 23 Gramm Zucker. Jetzt könnte man natürlich sagen, jetzt hat das Glas nur 12 Gramm Zucker. Aber ich trinke das ja heute auch komplett leer. Also von daher hast du den Zucker ja trotzdem. Ja, das ist ja, macht ja dann keinen großen Unterschied. Ja. Diese Kappen, meine Lieben, könnt ihr jetzt kaufen, wenn ihr das möchtet. Ich sage euch aber gleich, die sind nicht billig. Das ist wirklich nur für Hardcore-Fans. Die kosten mit Versand, glaube ich, 25 Euro, so ein bisschen viel. Aber ich habe halt nur Spreadshirt gefunden für mein Merchandising. Und wenn ihr euch draußen als Headlenaut outen wollt, es gibt Mauspads, es gibt ein T-Shirt und es gibt jetzt diese Kappe. Müsst ihr aber nicht. Ist einfach nur ein Gag. Ja, das ist ja 4000 Abonnenten. Davon sind 20 aktiv, ja, von den 4000. Von daher müsst das nicht. Ich mach's einfach. Da habe ich jetzt mal gemacht, was halt jeder macht. Ja. Man hat halt jetzt Merchandising. Das habe ich das halt auch. Weil ich die Hettlenauten, ich finde das Hettlenauten auch geil, wisst ihr? Die Hettlenauten finde ich einfach geil. Da habe ich was Geiles erfunden mit meinen Fans. Sind die Hettlenauten, finde ich super. Weltweit einzigartig gibt es nur uns, wisst ihr? Und weltweit einzigartig gefällt mir. Ne? Von daher. Ja. Also, ihr Lieben, dann lasst es euch mal gut gehen. Morgen ist wieder Freitag.
Achso, jetzt weiß ich gar nicht, wann ich das hochlade, ne? Also als das Video entstanden ist, oh, das riecht. Oh, Basilikum. Ist morgen Freitag. Und am Samstag muss ich wieder ran. Ja. September habe ich noch Auftritte und dann ist die Saison vorbei. Oktober habe ich schon nur noch einen. Ja, das geht also ruckzuck. Das ist wirklich ein Saisongeschäft. Und ich habe auch immer gesagt, komm, wenn einer oder zwei, dann ist das ganz perfekt. Ja, dann, wie lange ich das noch machen kann, weiß ich nicht. Ich bin jetzt 52, also noch geht's. Ja. Ich habe zwar, das muss man wirklich sagen, nach den Auftritten oft Schmerzen, also Rückenschmerzen, meine Beine tun weh, die Knie tun weh. Aber wozu gibt es Mothers Little Helpers? Ja. Und ich habe letztes Wochenende 700 Euro heimgebracht. Und was macht man nicht alles für 700 Euro? Da kann man auch ein bisschen Schmerzen ertragen. Ja, wäre schön, wenn das jeden Monat wäre. Wisst ihr, jeden Monat, jeden Samstag 700 Euro, das wäre geil. Ist aber nicht so. Weißt du? Ist nicht so. Wir leben von der Hand in den Mund. Gut, wir leben nicht schlecht, aber das könnte doch durchaus besser sein. Dass wir uns den Scheiß hier noch leisten können. Bei uns ist auch so, dass an jedem Monatsende ist am Konto leer. Ja, beide Konten. Ja, weil ständig irgendwas dazwischen kommt. Ey, ist immer irgendwas. Aber das kennt ihr ja selber. Brauchen wir nicht rumjammern. Ja, kennt ihr selber. Diese Hummel macht mich total wahnsinnig jetzt da, ey. Ehrlich, da ist eine Hummel direkt in meinem Ohr. Die hat gerade Sex mit meinem Basilikum. Beziehungsweise mein Basilikum hat Sex wegen ihr. Schön, dass es noch Hummeln gibt, ey. Wespen haben wir viele immer. Also Wespen sind ganz furchtbar. Wir haben letztes Jahr eine Wespenplage gehabt. Das war ganz schlimm, ey. Letztes Jahr war echt schlimm mit den Wespen. Guck doch mal. Mal gucken, ob ich sie einfangen kann. Fleißiges Hummelchen. Ciao. Ach so, ihr wollt noch mal die Mütze sehen.